Guten Morgen zum Morning Meeting Dienstag, 7. Mai. Ja, wir haben 6 Uhr, ne? Also, wir sehen hier vor uns den FDAX, unten rechts im Wochenchart, unten in der Mitte im Tageschart. Im Wochenchart sehen wir, dass wir einen Rücksetzer an die 12.150, 12.200er Bereich haben. Das heißt, wenn wir uns das Ganze in groß anschauen, dann sehen wir, dass wir hier an der Spitze der Distribution, das heißt der höchsten Volumenverteilung, im Moment uns aufhalten und uns darum drehen. Wir laufen bis in den unteren Randbereich 12.240 her und drehen dann das Ganze schon. Wir sehen, die VWAP wirkt hier leicht unterstützend. Das heißt, hier sehen wir Rücksetzer, die gesund sind, so wie wir das auch vorher schon auf dem Weg nach oben gesehen haben. Und da tut sich nichts ab. Wir sind immer noch in einem Longtrend und würden maximal eine Korrektur unterstellen, die jetzt gerade intakt ist, die aber noch im normalen Ausmaß sich verteilt. Wenn wir dann uns den Tageschart hier anschauen, dann sehen wir schon im Tageschart, dass wir das untere Ziel 12.131 nicht ganz erreicht haben. Und das heißt für mich jetzt, ohne dass man weiter die Zukunft kennt, dass ich hier unterstelle, dass wir die Distributionsrand erreicht haben und gar nicht erst dort eintreten wollten, sondern wieder direkt zurückgelaufen sind zu dem fairen Preis, der jetzt irgendwo zwischen 12.240 und 12.319 liegt. Weil letztendlich sind wir unter dem hohen POC hier 12.319 und den unteren 12.240 könnten wir noch anlaufen, aus dem einfachen Grund, meiner Meinung nach, wenn wir jetzt zu hoch geschossen sind, dass wir wieder uns einpendeln bei der 240. Ansonsten geht es über die 319 und dann Richtung 12.400 wieder. Aber wie gesagt, die Marken 12.240 auf der Unterseite, auf der Oberseite 12.319. Nehmen wir noch die 405 mit da rein. Gut, 12.000. Im kurzfristigen Tagesinterval, also Tagesbereich Handel, 15 Minuten, 30 Minuten Chart, sehen wir, dass wir unten unsere 130 nicht ganz erreicht hatten, was ja das Ziel aus dem größeren Profil war. Wir hatten zwischenzeitlich, hatte ich ja gesagt, die 240 nach oben wieder verlassen. 240er Bereich liegt hier schön an der 50%-Marke der Wochenverteilung, das heißt unter dem 50%-Level der Bewegung, die wir hier vollzogen haben. Das heißt für mich, dass wir hier, ich will nicht sagen, eine Unterstützung haben. Solange wir über die 12.250, 240 uns bewegen, können wir locker noch höhere Kurse wieder bilden, die Richtung 12.407 laufen. Das heißt für mich, Range-Handel in dem Preisbereich von der 12.165 bis hoch zur 12.257. Das heißt, diese Distribution, diese Seitwärtsphase. Widerstandsbereiche haben wir im Moment nur durch das Tageshoch von gestern. Das heißt, darüber kann das schneller werden. Für mich interessanter ist, wenn wir uns über der 12.305, das ist dieser Preisbereich hier, 12.305, technisch 320, hier nach oben bewegen, ist das für mich ein Ausbruchsversuch Richtung 405 und eben vielleicht noch höher. Solange wir uns hier unter der 12.288 aufhalten, ist das ein ja, Niemandsland Richtung 12.247, das ist eine Spanne, in der wir uns seitwärts bewegen können. Erst unter der 12.260 ist das Ziel wieder die 199.200 hier und eben die 154, das heißt hier Seitwärtsmarkt. Ausbruchsstimmung unter dem Tagestief 12.144 auf der Unterseite, Ausbruchsstimmung auf der Oberseite über der 12.314 auf der Oberseite. Relativ einfach gehalten. Das heißt, wenn man sich alleine den Preisbereich hier 144 bis zu 260 merkt, dann Range und darüber eben die Longphase und darunter die Shortphase, fährt man relativ gut. In der Overnight Session sehen wir, dass wir hier ein Gap gebildet haben und schließen es gar nicht hier in der Asia Session. Das heißt, wir haben es noch nicht die Chance geschafft, genutzt, hier in der Asia Session in dem volumenschwachen Markt nach oben zu laufen. Wir sehen damit haben wir zwei Gaps im Future-Markt derzeit offen auf der Oberseite. Da sieht man, dass gerade der Markt ein bisschen unter Druck gerät und wir nicht die Kraft haben, diese einfach zu
schließen. Deswegen müssen wir zumindest eine Korrektur unterstellen, die seitwärts laufen kann. Wir hatten ja aber auch schon, wenn wir uns die Tagesprofile anschauen, längere Tage hier, in denen wir einen Trend waren und das Tagestief nicht rausgenommen haben. Deswegen ist es überaus gut für das übergeordnete Bild, dass wir hier mal ein bisschen schwächeln und Kraft holen. Wie weit können wir nach oben laufen? Nach oben natürlich 407 Wochen hoch, letzte Woche die 470 und dann eben ein Ziel aus dem Tagesprofil nochmal die 538. Aber auf der Unterseite ganz klar, die 12.040 ist hier ein Fixpunkt, der interessant ist. 12.040. Damit viel Erfolg.